Und dass Russland auf der einen Seite, Amerika auf der anderen, aber auch China, und da gebe ich den beiden Herren, Herrn Heath und Herrn Kruf de Mourville recht, und Japan und dann auch die Europäische Union, 5 Großmächte, die sind alle notwendig, um ein weltweites Sicherheitssystem der Großen herzustellen. Und wenn jemand zum Beispiel meint, er solle Russland einladen, der NATO beizutreten, dann hat er vergessen, dass Russland auch eine asiatische Macht ist. Was sollen eigentlich die Chinesen davon halten? Das ist ein abwegiger Gedanke in meinen Augen. Wichtig ist, dass die europäischen Staaten in diesem Konzert weiterhin eine Rolle spielen, und dazu ist notwendig, wie Churchill das 1946 vorhergesehen hat, wie es später Jean Monnet und Robert Schuman gesehen haben. Dazu ist notwendig, dass die Europäische Union sich weiterhin entwickelt. Übrigens, der Winston Churchill hat ja damals auch klar gesagt, England solle nicht dabei sein. Sie sind der Meinung, England solle dabei sein. Ich bin auch der Meinung, England solle dabei sein. Der Fortschritt der Europäischen Union hängt nicht zuletzt von der zukünftigen Haltung des Vereinigten Königreichs ab. Herr Gorbatschow, Sie haben gehört, das Sorgenkind des Westens, ein Sorgenkind, ist Russland. Niemand weiß, was bei Ihnen geschehen wird. Die Reformen stocken, Wirtschaftskrise, Korruption, eine unsichere Regierung. Tut der Westen eigentlich genug, um der Demokratie in Russland auf die Beine zu helfen, auch Russland zu integrieren in die Sicherheitssysteme und damit den Frieden zu sichern? Oder tut er nicht genug? Ich gehöre auf alle Fälle zu denen, die sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen haben, auch mit kritischen Anmerkungen, immer Wert darauf zu legen, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen entwickeln. Die Nichtbeachtung dieses Prinzips und der Versuch, Russland auszuschließen oder gar zu isolieren, das sind irre Wege. Man muss Russland Beachtung schenken. Das geschieht jedoch nicht in dem Maße, wie es sein muss. Das neue Russland ist der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Wir müssen uns die Frage stellen, welches Russland brauchen wir? Wir brauchen ein friedliches, stabiles Russland. Das widerspricht keineswegs den grundlegenden Interessen des Westens. Herr Gorbatschow, darf ich Sie ganz konkret fragen, sind Sie dafür, dass Russland Teil der NATO wird, oder sind Sie dagegen? Sie sollten meinen Standpunkt erst einmal zu Ende hören, weil das ziemlich bedeutsam ist. Ich bin weder für Ja noch für Nein. Ich bin Gorbatschow. Ich glaube, wir müssen die westlichen Politiker von dem Gedanken abbringen, Russland nicht gebührend zu achten. Und sie müssen sich von dem Gedanken lösen, dass Russland abseits stehen soll. Das würde die westliche Politik in eine Sackgasse führen. Herr Heath, können Sie sich vorstellen, dass diese Gemeinsamkeiten überhaupt zu verwirklichen sind vor diesem Hintergrund? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich habe das ja auch schon früher mit Herrn Gorbatschow diskutiert. Natürlich muss man berücksichtigen, dass Russland von St. Petersburg bis Wladiwostok reicht. Es wäre ziemlich schwierig, die NATO auf diese riesige Region auszudehnen. Die NATO ist ja eine sehr spezifische Organisation. Sie hat das Ziel, wenn eine Nation angegriffen wird, dann treten alle NATO-Mitglieder auf der Seite dieses Mitglieds in den Krieg ein
und man muss ja sorgfältig erwägen, ob sich das Bündnis mit all diesen Problemen überhaupt befassen kann. Natürlich ist es sonderbar, dass sich der Westen so viel aufgeregt hat über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und nichts gesagt hat zu Russland, wo die Zentralbehörden eine Region angegriffen haben. Dazu müssen wir Stellung beziehen. Mr. Kissinger, ist es nicht sinnvoll, das Völkerrechtsprinzip der Nichteinmischung zu ändern in dem Sinne, dass der Völkermord bei Bürgerkriegen stärker als bisher verhindert wird? Ich denke an Tschetschenien. I agree with Edward that there has been a lack of symmetry between the reaction. Ich stimme Sir Edward zu. Es hat keine Symmetrie gegeben zwischen den Reaktionen zum chinesischen Verhalten auf dem Platz des Himmlischen Friedens und zum russischen Verhalten in Tschetschenien. Die Welt hat noch kein Konzept entwickelt für den Umgang mit Völkermord, wenn also das Lebensrecht einer ethnischen Gruppe massiv gefährdet wird. Of an ethnic group from the political issues that give rise. Davon muss man aber die politische Frage abtrennen, die zu dem Konflikt geführt hat. In Bosnien stehen wir vor diesem Problem. Und ich glaube, wenn man die beiden Fragen, die moralische und die politische, voneinander getrennt hätte, dann hätte man das Problem Bosnien viel gezielter angehen können. Mir macht das russische Verhalten in Tschetschenien Sorgen, denn wenn es wirklich so ist, dass die Menschen in Tschetschenien Russen sind, wie die russische Regierung behauptet, dann ist die Fastausrottung eines Volkes durch die eigene Regierung etwas, was uns über diese Regierung aufklärt, und das macht uns gewaltige Sorgen. Herr Gorbatschow, in Tschetschenien findet ein Völkermord statt. Ist es nicht ein ungeheurer Zynismus, wenn Ihr Nachfolger Boris Jelzin für die Dauer der Siegesfeiern in Moskau den Krieg in Tschetschenien, diesen Völkermord, gleichsam unterbricht, um den Vernichtungskrieg nachher genauso brutal weiterzuführen? Meine Meinung über dieses Regime ist eindeutig. Das System hat sich völlig überlebt, besonders in der Innenpolitik. Es ist nicht handlungsfähig, um Reformen durchzuführen. Und es ist auf dem Weg, alles zu zerschlagen, was in den Jahren der Perestroika aufgebaut wurde. Zuerst wurde das Parlament aufgelöst, das erste frei gewählte Parlament in der Geschichte Russlands. In demokratischen Ländern zwingt solch ein Vorgehen die Regierung normalerweise zum Rücktritt. Doch bei uns ist das nach der Auflösung des Parlaments nicht geschehen. Schon im November habe ich darauf hingewiesen, es gibt keinen Grund, Truppen in den Kaukasus zu schicken und den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Krise in Tschetschenien ist der Versuch eines Regimes, wieder Ansehen zu gewinnen. Durch eine Art Blitzkrieg im Kaukasus. Diese südlichste Region Russlands kenne ich aus meiner politischen Tätigkeit sehr gut. Die Regierung Jelzin will dadurch ihr Ansehen verbessern. Sie will innerhalb Russlands und auch im Ausland Eindruck schinden. Ich glaube, das ist ein Fehler, ein besonders großer Fehler, eine wirkliche Schwäche. Wir brauchen eine Ablösung dieses Regimes. Wir brauchen eine andere Politik. Wir brauchen Neuwahlen, um das Land aus der Krise zu führen.
Was die Festlichkeiten angeht, 50 Jahre nach dem Ende des Faschismus, so kann keine Rede davon sein, dass die Feiern eine Unterstützung für das gegenwärtige Regime darstellen. Sicher werden sie so genutzt. Doch wenn ein solcher Besuch abgesagt wird, dann kann ich Ihnen versichern, das wäre eine Beleidigung für Russland, für das russische Volk, das so viele Opfer gebracht hat. 27 Millionen Tote in diesem Krieg. Wenn die westlichen Führer nach Russland kommen, um in Moskau mitzufeiern, dann erweisen sie dem russischen Volk eine große Ehre und insbesondere den Opfern, die dieser Krieg gekostet hat. Vielen Dank, Herr Gorbatschow. Der frühere sowjetische Staatschef Herr Schmidt trennt Bevölkerung und jetzige Regierung Russlands. Halten Sie es denn für angebracht, dass übermorgen die westlichen Staatschefs nach Moskau reisen und dort ihre Aufwartung machen, in einer Zeit, in der dieses Regime in Moskau in Tschetschenien Krieg führt? Man kann, wenn man will, darin eine Stilwidrigkeit sehen. Ich halte jede Möglichkeit des Gesprächs zwischen den leitenden Staatsmännern für nützlich, dass man sie ergreift. Die Vorstellung, dass man eingreift, militärisch eingreift, wegen eines Völkermords innerhalb eines Staates, hier kommt mir sehr gefährlich vor. Es wäre gleichzeitig eine Verletzung der Souveränität jenes Staates. Moralische Einmischung ja, militärische Einmischung nein. Man kann das am Beispiel Kroatien, Bosnien, Serbien sehen. Der Westen wird kritisiert, weil er dort keinen Frieden hat herstellen können. Tatsache ist, ein Frieden wäre nur herzustellen, wenn die Amerikaner, wenn die Engländer, die Franzosen, die Deutschen bereit wären, zigtausende von Truppen dorthin zu schicken. Vielleicht mehr als 100.000 Truppen. Dazu ist Gott sei Dank niemand in unseren Ländern bereit und infolgedessen wird es dort keinen dauerhaften Frieden geben. Wir mischen uns politisch und moralisch ein, aber nicht militärisch. Und ähnlich muss es dann auch gelten gegenüber Russland im Falle Tschetschenien oder gegenüber China im Falle Tiananmen. Monsieur Kouf, kann es keinen dauerhaften Frieden geben auf dem Balkan, in Bosnien, weil der Westen nicht bereit ist, zigtausende hinzuschicken? Müssen wir damit leben, dass es keinen dauerhaften Frieden gibt? Müssen wir mit dem brutalen, grausamen Bürgerkrieg dort leben? Oder gibt es Möglichkeiten? Was machen wir falsch? Gibt es Möglichkeiten oder müssen wir mit dem dauernden Unfrieden leben? Ich glaube, die Großmächte in Europa, die Vereinigten Staaten haben ja keine Rolle zu spielen, die Großmächte in Europa, und dazu zähle ich auch Deutschland, sollten damit anfangen, etwas zu tun. Bisher ist ja Deutschland in diese Debatte gar nicht eingestiegen. Ich meine, die Großmächte in Europa sollten sich zusammenfinden, sie sollten eine Übereinkunft erzielen. Es gibt keine andere Lösung. Sie sollten eine Politik durchsetzen, nicht etwa durch einen Krieg, nicht etwa durch eine Invasion, sondern durch die Drohung mit Krieg und Invasion. Und sie sollten eine Lösung durchsetzen. Die Erfahrung zeigt ja, dass das die einzige Möglichkeit ist, aus solch schwierigen Situationen herauszukommen. Die Kontrahenten in diesem schrecklichen Konflikt müssen Vernunft annehmen. Wir müssen erreichen, dass sie ihre Haltung überdenken. Man muss die Kontrahenten zusammenbringen. Das ist vor allem die Aufgabe von Russland und der Europäischen Union. Die Europäische Union muss mit einbezogen werden. Das Vereinigte Königreich könnte eine noch wichtigere Rolle spielen. Sie alle sollten sich echt beteiligen an einer gemeinsamen Politik.
Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wenn wir hier vom Frieden reden, 50 Jahre nach dem Weltkrieg, dass wir von den Konflikten von heute, also von Tschetschenien und von Bosnien sprechen. Mr. Kissinger, muss man Sie so hinnehmen, wie Sie sind? Reicht die Drohung aus, von der sich Monsieur Couve de Morville einiges verspricht? I agree with Helmut Schmidt. We have to condemn these wars. Helmut Schmidt hatte recht. Wir müssen diese Kriege verurteilen. Wir müssen wirtschaftliche und politische Mittel einsetzen, um sie zu begrenzen und zu beenden. Es ist aber unverantwortlich, von militärischer Intervention zu reden, in Regionen, die über unseren Einflussbereich hinausgehen. Unsere Öffentlichkeit würde es auch gar nicht mittragen, wenn wir dort größere militärische Operationen durchführen würden. Das ist für mich die größte Herausforderung der Gegenwart. Der mörderische Krieg in Tschetschenien, die Aktionen des Völkermords. Ich meine, dass die Feiern in Moskau zum 9. Mai in dieser Situation als eine Peinlichkeit empfunden werden müssen. Aber eine militärische Intervention in Russland kommt nicht in Frage. Und das Gleiche gilt auch für Bosnien. Die Staatsmänner der Welt müssen sich der Frage stellen, wie die verschiedenen Nationen, die derzeit weltweit eine Rolle spielen, gemeinsam mit einer heranwachsenden Krise fertig werden können. In einer Situation, in der es keinen klaren strategischen Feind gibt, keinen klaren ideologischen Feind, aber auch keinen klaren Zusammenhalt. No clear-cut ideological enemy, but also no clear-cut coherence here. Sir Edward, was bedeutet das denn alles für die Europäer? Die Europäer haben sich ja jahrzehntelang gewöhnt, sich an die Supermächte anzulehnen. Das geht ja nun nicht mehr. Eine größere Verantwortung ist gefordert zur Sicherung des Friedens in Europa selbst. Haben die Institutionen versagt? Gibt es die richtigen Institutionen? Versagt nur die Politik? Versagt die Anwendung? Was ist Ihre Botschaft an die jungen Europäer 50 Jahre nach Kriegsende? Wie können wir den Frieden zumindest erstmal in Europa gewinnen und dann sichern? Ich kann nicht sagen, dass wir den Frieden in Europa nicht aufrechterhalten haben. Wir blicken zurück auf die erfolgreichste Periode in der europäischen Geschichte. Sie können doch nicht ganz Europa an Bosnien messen. Was in Bosnien geschieht, ist etwas völlig anderes. Neue Machtansprüche sollen in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien durchgesetzt werden. Ich habe früher gelegentlich mit Jugoslawiens Staatschef Tito gesprochen. Er hat mir gesagt, ich habe die einzelnen Teilrepubliken so aneinander gebunden, dass sie nie auseinandergerissen werden können. Dann hat er gesagt, Sie schauen so zweifelnd. Ja, sagte ich. Darauf er, mit den Sowjettruppen an unserer Grenze wird es nie zu einem Auseinanderfallen kommen. Das klang natürlich überzeugend. Aber als die Sowjets weg waren, gab es nichts mehr, was die Teile Jugoslawiens zusammenhielt. Jetzt wollen sie den Zentralismus abschütteln. Das schwierigste Problem bei all dem ist doch das. Wir müssen sehen, wo Korrekturen erforderlich sind, um die Fehler der Geschichte zu beseitigen. Aber das müssen wir friedlich durchsetzen und das geht nur mit Hilfe der Beteiligten. Das können sie nicht mit militärischen Mitteln erzwingen. Das hat ja auch Couve de Morville gesagt. Was wäre denn geschehen, wenn wir Truppen nach Jugoslawien geschickt hätten? Wir haben das im Zweiten Weltkrieg ja gesehen. Es würde jahrelang gekämpft werden, Jahr für Jahr für Jahr. Sie kämpfen in den Bergen, sie können in den Wäldern kämpfen, sie können kämpfen so lange, wie sie wollen, und das bringt Europa keinen Frieden. Doch die große Gefahr liegt darin, dass wir den Konflikt in Jugoslawien überbewerten, was Europa insgesamt betrifft. Wir unterschätzen doch, wie viel in Europa in den letzten 50 Jahren erreicht worden ist. Wir dürfen keine Fehler machen. Wir können doch nicht fordern, dass wir in jedes Krisengebiet in Europa Truppen entsenden. Das wäre ja auch sehr brutal. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge schauen. Aber sollen wir Europäer den Krieg mitten in Europa, in Bosnien, also akzeptieren, zähneknirschend? Ist das Ihre Botschaft? Überhaupt nicht. Sie haben gesagt, Krieg im Herzen Europas, Krieg in Jugoslawien. Aber dann überschätzen Sie doch, was dort passiert. Ich habe es ja schon gesagt, wenn die Europäische Union eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet hätte, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, einige Konflikte dort zu verhindern. Und wenn Deutschland nicht damit angefangen hätte, die ersten neuen Staaten wie Kroatien
anzuerkennen, dann hätten sich die anderen neuen Staaten nicht so einfach angeschlossen. Natürlich ist man hinterher immer klüger. Doch eines steht fest, wir haben keinen großen Krieg im Herzen Europas. Europa hat ja doch einen bemerkenswerten Frieden. Trotz Jugoslawien, trotz Tschetschenien, wir haben diese Sendung 50 Jahre Frieden genannt. Davor tobte 6 Jahre lang ein schrecklicher, ein fürchterlicher Krieg. Die Schlussfrage könnte lauten, sind wir in der Gefahr, dass die Katastrophe dieses Weltkriegs absinkt in die Historie, dass die Erfahrungen, die unsere Gäste hier am Tisch mit dem Krieg gemacht haben, nicht weitergereicht werden an eine neue Generation, dass nicht mehr begriffen wird, was Krieg bedeutet. Herr Gorbatschow. Wir müssen den jungen Leuten heute sagen, dass Gewalt denjenigen vollkommen diskreditiert, der sie anwendet. Wir brauchen Zusammenarbeit. Wir müssen aufeinander zugehen. Wenn wir, was zurzeit geschieht, nicht rechtzeitig reagieren und wir uns später darauf beschränken, Streitkräfte in Krisengebiete zu entsenden, so bedeutet das, den Konflikt zu konservieren. Und das heißt, in 10 Jahren kann der Konflikt erneut aufflammen. Wir dürfen also auf keinen Fall Gewalt anwenden. Wir müssen natürlich die Konfliktparteien voneinander trennen. Politische Probleme können nur politisch gelöst werden. Und das ist es, was wir als Botschaft an die junge Generation weitergeben müssen. Da geht die Erfahrung mit dem Weltkrieg, seinem Schrecken und seinem Terror verloren, sodass wir heute gar nicht mehr die Kraft hätten, diese Strukturen für den Frieden zu schaffen, die notwendig sind? It's animated in its approach to policy by the determination to. Die Generation der Politiker, die um diesen Tisch versammelt ist, erinnert sich an die Grauen des Zweiten Weltkriegs. Natürlich hat das ihr Verhältnis zur Politik beeinflusst. Diese Generation will verhindern, dass sich all das wiederholt. Wir haben die atomare Aufrüstung erlebt. Wir wissen, dass ein Atomkrieg die Menschheit vernichten würde. Die jüngere Generation weiß viele dieser Dinge nur aus der Theorie. Die jungen Menschen kennen sich mit Computern aus, aber sie wissen nicht, was Krieg ist. Die größte Kriegsgefahr droht ja nicht durch einen absichtlichen Angriffskrieg, sondern dadurch, dass Staaten in Konflikte hineinrutschen, deren Konsequenzen sie nicht absehen können. Entscheidend ist, dass die wichtigsten Länder der Welt ein System schaffen, in dem regelmäßige Treffen miteinander vorgesehen sind. Es sollte also eine Möglichkeit geben, Krisen schon im Vorfeld zu vermeiden. Ich glaube, die G7-Gipfel, die Beratungen der größten Wirtschaftsmächte, sind einfach Zeitverschwendung. Das sind nur Übungen, um sich in der Öffentlichkeit gut darzustellen. Stattdessen sollten kleinere Treffen mit russischer Beteiligung geschaffen werden, also G8, in denen Staatschefs und einige Spitzenberater über künftige Entwicklungen nachdenken können, um zumindest einige der Schwierigkeiten zu vermeiden. Eine weitere Herausforderung ist die Integration Asiens in den globalen Dialog. China wird zur Weltmacht heranwachsen. Wir müssen China in den internationalen Dialog einbeziehen. Wir dürfen uns nicht nur immer um Chinas innere Angelegenheiten kümmern. Japan ist ein bedeutendes Land, aber es ist ihm nicht leicht gefallen, den Dialog mit anderen Nationen aufzunehmen. Es geht dabei ja immer auch um langfristige politische Fragen. Es ist nicht genug, nach 50 Jahren an die Schrecken des Krieges zu erinnern, aber es ist trotzdem wichtig. Monsieur Kouf, Herr Schmidt, ich habe Sir Edward schon gefragt, was all das für die Europäer bedeutet. Deutschland und Frankreich waren jahrzehntelang das Tandem, der Motor der europäischen Einigung, auch der Garant für das Zueinanderwachsen in Europa. Sie zählen ja nun zu den großen alten Männern dieser beiden Staaten, zu den Staatsmännern,
in beiden Ländern. Sie wissen auch, was Krieg und Leid und Tod bedeuten. Was ist Ihre Botschaft an die jungen Deutschen, an die jungen Franzosen heute, 50 Jahre nach Kriegsende, für die Sicherung des Friedens in Europa? Je crois qu'on peut dire. Zunächst glaube ich, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass die Probleme für den Frieden in Europa vernünftig gelöst werden oder zumindest einer Lösung nahegebracht werden. Die Konflikte mit Deutschland haben Jahrhunderte angedauert. Wir haben uns immer wieder bekämpft. Das liegt nun hinter uns. Die Gemeinschaft der europäischen Staaten hat das überwunden. Die Europäische Union ist die wichtigste Stütze für die Zusammenarbeit unserer Länder auf internationaler Ebene. Und eines ist heute gewiss: Diese Europäische Union wird künftig immer wichtiger. Diese Europäische Union steht offen für die meisten europäischen Länder. Nicht für alle, nicht für Russland. Es kann keine Rede davon sein, dass Russland der Europäischen Union beitreten sollte, angesichts der gewaltigen Größe dieses Landes. Aber das schließt doch keinesfalls aus, dass zwischen Russland und der Europäischen Union die bestmöglichen Verbindungen hergestellt werden müssen. Wir brauchen nach wie vor Zusammenarbeit. Zum Schluss, Herr Schmidt. Muss man den Krieg erlebt haben, um ihn wirklich zu verurteilen? Muss man ihn erlebt haben, um sich für den Frieden einzusetzen, für Europa, wirklich darum zu kämpfen? Ich glaube, die Staatsmänner der vorigen Generation, die den Krieg erlebt haben, haben ein bisschen mehr Energie aufgebracht als die gegenwärtigen. Was die Botschaft an die jungen Deutschen angeht, möchte ich zwei Dinge hinzufügen. Ich stimme mit Herrn Couve de Meuville weitgehend überein. Die jungen Deutschen dürfen nicht vergessen, dass es im Laufe der letzten 200 Jahre 4 Kriege gegeben hat zwischen Franzosen und Deutschen, angefangen mit Napoleon und aufgehört mit Hitler. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass es die Franzosen gewesen sind, die ihre Hand uns entgegengestreckt haben. So haben wir im Laufe der letzten 40, 45 Jahre aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit diese Europäische Union entwickeln können. Und eines Tages wird ja auch hoffentlich bald Polen dazugehören und die Tschechen werden dazugehören, die Ungarn werden dazugehören. Die jungen Deutschen dürfen nie vergessen, dass dies die sicherste Garantie dafür ist, dass alles andere sich nicht wiederholt, was wir 200 Jahre lang erlebt haben. Und die zweite Botschaft, die folgt aus der ersten. Wir Deutschen müssen aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen von diesen dummen Redensarten, die man überall hört und liest, als ob jetzt eine neue, besondere Rolle für Deutschland zu spielen sei. Dieser dumme D-Mark-Nationalismus, der propagiert wird, sondern wir müssen uns willig einfügen in die Europäische Union. Und dazu gehört auch in Zukunft auf deutscher Seite Kompromissbereitschaft gegenüber den anderen Partnern, Kompromissbereitschaft gegenüber den Franzosen, Kompromissbereitschaft gegenüber all unseren Nachbarn, das heißt auch gegenüber den Polen.